Moin Leute, hier geht's weiter mit Destiny 2 und zwar Dunkles Kloster hier, neue Mission von Petra. Ihr zeigt kurz, worum es geht. Gibt ja auch mächtige Ausrüstung, dementsprechend auch wieder spielen und machen. Auf 540er Power Level. Jetzt habe ich mich gerade verklickt. Na, Fairplay gehört dazu. Wie gesagt, alles hier noch frisch, wieder Weekly Reset. Schnell aufnehmen, wisst ihr vielleicht, wie das ist. So, wo ist denn hier der Beutzug? Das auch nicht. Das hier, Dunkles Kloster. Wir haben seltsame Berichte von dem Korsaren erhalten. Ich brauche einen Lagebericht. Schließe die Mission Dunkles Kloster ab. Bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt. Ich spiele mit drei Leuten und jetzt geht's gleich los. Wie gesagt, Lamba Zamba und jetzt geht's los. So, ich starte. So, ja, gespannt. Wie gesagt, ich mache jetzt auch jetzt jedes Mal die Clan-EP-Beutezüge fertig und behalte die bis zum Weekly Reset. Hau die einfach raus, zack, fertig. Und dann mache ich auch noch immer so 20 Stück vorher fertig. Dann bist du auch mit Core Ray auch schon direkt durch mit den Beutezügen. Also es funktioniert echt gut. Kann man so ein bisschen Zeit sparen. Aber nur ein bisschen. So, ich hoffe, ich habe auch die richtige Schrotflinte. Ja, mit SSD in eine PS4 bauen, muss ich mal gucken. Aber Bock hätte ich schon nicht. Ich hatte auch am Anfang erst überlegt, das zu machen, ne, als ich mir geholt habe. Aber ich hatte noch keine Lust, mich darum zu kümmern. Der Hohn versammelt sich beim Eingang des Klosters da vorne. Zieht nach einer Belagerung aus. Wir haben da drüben keine Speer und ich kann meinen Posten nicht verlassen. Könntet ihr vielleicht... Überprüfen? Natürlich. Danke. Ja. Was ist los? Demonstration? Gibt's nicht. So. Ja, also hinter uns sind auch noch ein paar gelbe, wa? Ja, vielleicht doch ein bisschen, man hätte vielleicht auch durchfahren können, einfach hier nehmen wir mit. Ego, ich bremse mal von meinem Schuss hier. Wo ist denn das? Alter, was geht hier ab? Bitte gefallen. Ja, ich hole ihn mal eben von der Seite, warte. Jetzt habe ich den eben gekriegt. Warte mal kurz, mal gucken, wie viel Power-Level ich gekriegt habe. So, das kann weg. Das kann auch weg, scheiß drauf. So, Platz. Ja, finde ich gut, dass jetzt jede Woche noch was Neues rauskommt hier an Mission. Finde ich ziemlich cool. Nein, zu nehmen, dieser. Ja, oben auf die Kugel schießt mich, glaube ich, nichts. Die Hohne sind ja auch hier, die Hohne ist hier, die Hohne. Die Honks sind hier. So, mein Super wäre ready. Soll ich meinen Super als erstes rauskloppen oder was? Wenn du hier weggekommen hast. Okay, Sentinel ist besiegt, okay. Sentinel ist besiegt. So, hör mal, mal raus. Ja.
Bam, 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 bam. So, Sven, Sven, Sven. Auf den nächsten Sentinel. Sind sie irgendwo? Da ist er, okay. Schuppen ist einfach super. Oh, kein Sack. Einfach super. Ödländer, ja, ich hab die jetzt mit Ursprung und so, wenn ich das Schild wegschieße, lädt die automatisch nach. Also, das finde ich ziemlich nice. Also, wenn er ein Schild hat, halt überhaupt, ne? Aber insgesamt. Okay, nicht so weit weg. Oh, ich hab halt. Was haben wir da? Okay. Gut ab hier, geht gut ab. Und das war's noch nicht mal. Überall diese besessenen Rollen des Kram. Das ist genau oder was? Wie heißt der? Ball. Oh, der rückt mich raus. Wenn ich meine Energie gleich wieder voll habe, gehe ich mal kurz mit der Schrotte ran. Dann will er nicht. So, jetzt wieder mal eine Spur ran. Ja. Bam. Sie wollen dich wirklich nicht da drin haben. Oh, Tor. Komm ich da rein? Das war doch nicht der Endgegner. Ups. Ach, warte mal. Hier gibt's dann wieder das Ödem. Gibt's hier auch wieder irgendwo. Ganz vergessen. Verdammt. Brückentroll. Haben wir jetzt gar nicht mitgenommen. Verdammt. Dieser Kristall nicht. Müssen wir drauf achten. Irgendwo gibt's hier noch einen Brückentroll. Da müsst ihr doch mal drauf achten, ob hier irgendwas Rotes ist. Da haben wir den auch schon übersehen, weiß ich nicht genau. Wenn ja, ist ja egal. Der ist wahrscheinlich draußen irgendwo gucken, was in der Route halt. Wahrscheinlich übersehen. Nee, schaffe zurück zur Realität. Null Sekunden. Hä? Äh?
Ich habe gerade Fehlercode Baboon gekriegt. Na toll. Ja, kommt auf die Destiny-Server. Ja, läuft wieder. Läuft. Ja. Oh, ich krieg die Krise, ey. Kommt die Destiny-Server, kommt die Destiny-Server. Ja. Wir hätten eben einfach durchrennen müssen. Fehler! Er hat mich rausgeschmissen komplett. Ja, läuft. Schön, schön, schön. Zuladen. Seid ihr noch drinnen oder was? Oder wie? Okay. Immer ab 20 Uhr geht mein Internet kaputt. Das ist mal richtig schön. Als wenn da irgendwie mal online kommt um 20 Uhr und das ganze das Netz hier komplett lahm liegt. Ein Troll. Bestimmt so ein Brückentroll oder was. So, ich join jetzt. Unverschämtheit. Seid ihr noch vor dem Portal oder? Okay. Wir sind schon Rang 3 jetzt, okay. Gibt es da eigentlich auch irgendwo Loot, wenn man Rang 3 erreicht hier mit dem Clan? Hoffentlich mal ihn nicht wieder stabilisiert. Wenn nicht, dann wäre ich sauer. Aber ich. Ja. So. Okay, wir müssen da jetzt einfach reinjumpen und durchrennen. Gut. Noch Zeit haben, wenn sobald der Kristall weggeschossen ist, müssen wir schnell raus. Aschers Odinomen nicht gefunden haben. Mir gefällt dieser Kristall nicht. Was zu? Lauf, so, dass wir 30 Sekunden rauskommen. Gefallen. Ey.
Wir sind ja raus. Wir sind weiter. Noch weiter raus. Du darfst nicht sterben, oder was? Alle müssen durchkommen. Okay. Alles klar. Gut. Dann nochmal. The first try. Was soll's? Wissen wir noch nicht. Eigentlich können doch schon zwei vorne stehen bleiben. Ah ne, das ist vielleicht zu heftig dann. Warte, macht ihr beiden mal oben. Ich bleib mal hinten und schieße sie von hinten alle ab. Wisst ihr, wie ich das meine? Hoffentlich geht das auch. Mir gefällt dieser Kristall nicht. Sieht doch geil aus, du schießt davor. Du packst ihn nur in die rum. Nein, der hat mich schon rausgekickt. Der hat mich durchs Portal gekickt. Ich glaub's nicht, ich will wieder rein. Ah, ist er da. Gut. Ah, super. Sehr geil. Ich schaffe es zurück in die Realität, haben wir doch. Ich kann dich hören. Sprich. Ja. Wir haben gerade eine Art Ritual in einer Aszendentenebene unterbrochen. Ich schicke dir ein Video und Daten für weitere Analysen. Ausgezeichnet. Ich bringe den Techins den Bericht. Gut gemacht, Hüter. Los, alle tanzen. Alle tanzen. Ja, das war's. Das, nur das Ordinum haben wir halt nicht gefunden. Schade aber auch. Müssen wir nochmal gucken. So, ich bin ja wieder da. Ja, sorry für meinen Failplay. Ist alles first try erstmal. Und zweitens, ja, sorry für meinen Disconnect, aber ich kann es gerade nicht ändern. Mein Internet funktioniert immer noch nicht. Hier ist irgendwo eine Störung im ganzen Netz. Kabel Deutschland ist dran, aber hat es immer noch nicht behoben. Deswegen sorry dafür, aber es geht da nicht anders. Deswegen lasse ich die Aufnahme auch so stehen. Wie gesagt, ich habe auch wenig Zeit. Ja, ich muss arbeiten, das ist ein Hobby. Dementsprechend muss ich halt einige Aufnahmen einfach instant so lassen, wie es ist. Und ja, ist halt leider so. Sorry dafür, aber kann ich gerade nicht ändern. Oder ich wechsle halt höchstens die Anbieter, aber da habe ich keine Lust zu gerade. So, das werde ich nicht benutzen, das werde ich rein infundieren hier. So. Kostet natürlich wieder ordentlich, aber 558 GZ, danke und ja, danke fürs Zusehen und Zuhören erstmal und bis demnächst. Tschüss!